Bonjour YouTube und willkommen auf C'est la vie de Flo. Heute, wir haben Sonntag, den 27. März. Eine meine Katze ist gerade hier. Sag Hallo, Joey. Oh ja, meine super tolle schwarze Katze, den Joey. Ich habe heute Morgen Kraft gemacht, einfach weil ich weiß, dass morgen ich habe keine Möglichkeit, es zu tun. Ich hatte Geburt für den Kids Club um 11 Uhr und ich bin da gegangen mit meinem Jungen, das war toll. Ich habe schon was gegessen, weil wenn ich bin zurück von Sport, ich hatte Hunger. So, ich habe circa 5 Shibab-Chichi gegessen. Ich sage circa, weil mein Junge hat zumindest eine davon gegessen. Ich habe circa 7 gegessen, weil ich hatte 8 gemacht, nicht 6 gemacht. Ich hatte 8 gemacht, so ich denke, ich habe circa 7 gegessen. Und dann dazu, ich hatte Salat und dazu ein bisschen Champignon, die letzte, die werden da übrig, auch die Salat, das war das Ende von meiner Salat. Und auch ein bisschen Ketchup von Werder, da hat weniger Kohlenhydrat drin. Die Champignons habe ich kurz im Airfryer einfach so gemacht und für das Salat hatte ich nur ein bisschen, ein kleines bisschen, 2,5 Gramm von Sichuan-Pfefferöl oben gemacht. Boah. Für circa 10 oder 15 Minuten nachdem ich das gegessen hatte, mein ganzer Mund war immer noch ein bisschen taub. Diese Öl ist wirklich erstaunlich. Schon Sichuan-Pfeffer selbst ist erstaunlich, aber Sichuan-Pfefferöl, boah. Es ist richtig, es macht den Mund und die Zunge total taub. Es ist richtig komisch, aber es ist richtig lecker auch. Aber nur 2,5 Gramm, also weniger als eine kleine Löffel, weniger als das. Und das war schon sehr stark. Also ich kann kaum erwarten, es zu benutzen in eine Gericht, das ich koche oder mache einfach in einer Pfanne oder so. Weil ich denke, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher zu dosieren. Aber wow. Morgen, ich habe nicht vor, in Sport zu gehen und auch Dienstag normalerweise nicht. Morgen normalerweise, ich gehe ins Restaurant, in ein chinesisches Restaurant, wo es gibt ein Buffet. Aber ich habe vor, für einmal vielleicht nicht den Buffet zu essen, aber was zu bestellen. Ich werde sehen, weil ich weiß, dass auf den Buffets wird für mich schwer, was zu finden, dass ich keine Keto-Diät essen. Falls es wäre am Abend, dann ist es besser, weil dann die haben eine Wok und ich kann wirklich wählen, welche Soße oder auch sagen, ohne Soße bitte. Aber hier ist es alle schon fertig, Gericht gemacht und ganz oft, was ist denn ein Gericht? Ist schon okay, ich meine Fleisch und Gemüse, Problem ist die Soße. So ja. Dienstag, ich habe normalerweise vor, ins Aquarium oder so zu gehen mit meinem Jung und meinem Mann und mit einer Freundin von uns und ihren 2 Kinder. So, mal sehen, es hängt von das Wetter ab. Aber ja, ich kann es kaum erwarten. Das bedeutet, dass ich werde wahrscheinlich auch viel laufen und das ist gut, weil so ich mache mein Fitness schon, meine aktive Regeneration-Tag und so. Morgen auch wahrscheinlich werde ich ein bisschen mehr laufen, weil wir haben vor, nachher in ein Geschäft zu gehen und so. Und wir müssen dann, um da zu gehen, ein bisschen mehr zu laufen. So ja, jetzt das Wetter ist total schön. Wir probieren, dass mein Junge ein Schläfchen macht. Das bedeutet, ich werde auch probieren, bald ein Schläfchen zu tun. Er ist jetzt mit meinem Mann. Und ja, ich bin müde, aber ich bin sehr einfach froh. So, ich wünsche uns alle eine super tolle Woche. So, ich sage jetzt bis später. Wir haben heute Mittwoch, den 13. März, ja sicher, 13. März. Das ist der Geburtstag meiner Mutter und so, wir haben heute Mittwoch, den 13. März. Ich habe leider nicht gefilmt seit Sonntag Mittagessen oder so. Ich habe einfach viel zu tun. Ich hatte viel zu tun. Montag, ich war draußen. Was ist meistens tags?
Mein Junge ist da, ich bin gerade mit seinem Vater. Und auch gestern, ich war draußen fast das ganze Tag auch. Was habe ich gegessen dann? Am Sonntagabend, ich habe zu Ende gegessen, was ich hatte gemacht am Samstag. So, das war eine, es war Rinderhackfleisch mit Grünbohnen und viel Käse und eine spezielle Soße. Und das ich hatte selbst gemacht. Und dazu, ich hatte einmal Dill. Auch, nicht Dill, einmal Gurke, das war Salz-Dill-Geschmack, das fand ich richtig gut. Und dazu, ich hatte auch Salami-Sticks in der Tag, 10 Salami-Sticks, ein Paket, ein Packung. Dann Montag, ich war in einem asiatischen Restaurant, so ich weiß nicht, ob ich war immer noch Keto danach, aber was ich habe, es war ein Buffet und ich wusste im Buffet, ich könnte nicht wirklich was finden, so ich habe dann was bestellt und ich habe Rindfleisch, nicht Rindfleisch, Lammfleisch bestellt und ich habe gefragt, so wenig Zucker wie möglich, so wenig Soße wie möglich und das stimmt, es war so nicht so viel Soße, aber so ein bisschen, vielleicht ein bisschen süß, so ich weiß nicht. Ob ich war dann raus von Keto oder nicht. Ich gucke auf mein Handy, was ich habe gegessen. Ich weiß, ich hatte Frühstück auch, denke ich. Diese Tag, ja, ich hatte mich dann Eier gemacht mit Raclette-Käse. Spiegeleier mit Raclette-Käse, das war richtig lecker. Und dann am Abend... Am Abend, wir waren bei Freunden und da hatten wir auch bestellt und ich hatte ein Stück Rinderfleisch, Filet, würde ich sagen, das war geschnitten in zwei und dann drin, es war Käse, ein bisschen wie Feta, aber es war kein Feta. Und das war gut mit Kräuterbutter, oh lecker, total lecker. Und dann, das war alles, ja. Und gestern, ich war in Zoo, das war erstes Mal, dass mein Junge war in Zoo. Das hat wirklich, ich habe es wirklich gemocht. Und für mich hatte ich genommen einen Snack. Ich hatte 30 Gramm von Nüsse, von nicht bekannten Nüsse, aber Brasilien-Nüsse. Und dann, ich hatte wirklich Hunger und gegen 15 Uhr haben wir gegessen. Wir sind bei Five Guys gegangen und dann, ich habe wirklich gefragt für einen Burger, aber ohne Bun, aber bitte mit einem Salad Wrap. Das habe ich bekommen und ich war sehr, sehr zufrieden damit. Und ich hatte den Bacon Cheeseburger, das war richtig lecker. Und ich habe ein Foto gemacht auch von aller Topping, das ich habe genommen, weil ich wollte sicher sein, dass ich euch zeige, welche Topping ich hatte dazu. Und gestern Abend Shebab Chichi. Einfach Shebab Chichi gehabt. Und das war richtig lecker in einen Teller mit Ketchup. Eine meiner Katze möchte reingehen. So, ich gehe jetzt los. Und ja, ich habe Salami-Sticks, eine Packung Salami-Sticks gegessen. Und zwei Stück Schokolade von den 85% Schokolade von Rewe. Bis später! Guten Tag. Wir haben heute Freitag, den 1. April. Ich bin so kaputt. Ich habe leider gestern nicht gefilmt, weil ich war ein bisschen zu Stress. Mein Mann sollte heute einen Flug haben oder mit einem Flug fliegen nach Frankfurt. Es hat nicht geklappt. Er war in einer S-Bahn heute Morgen und es war ein Problem mit einem Baum. Und ja, er hat seine Flüge nicht gekriegt. Flüge? Ja, seinen Flug nicht gekriegt, nicht bekommen. Also, was habe ich gegessen seit dem 29. März? Weil 29. März habe ich gesagt, das bin ich mir sicher. Ich gucke auf mein Handy einfach, weil ich kann mich nicht gut erinnern. Leider, es gibt auch viele schöne Fotos, die gehören nicht von mir. Die sind von meinem Bruder. Er ist jetzt im Urlaub in Guadeloupe und es sieht so schön aus. Okay, stimmt. Am 31. für Frühstück oder Lunch habe ich Spiegeleier mit Speck gemacht. Und dazu, ich hatte Graved Lachs, aber ohne Soße, so einfach Räucherlachs und ein Stück Eiweißbrot. Total Eiweißfrühstück. Und dann später, ein Freund von uns ist ins Haus gekommen für den Nachmittag und so. Und er hatte mit ihm Kebab mitgebracht. Und er hat uns gefragt am Telefon, ob wir wollten was. Und wir hatten gesagt nein, aber dann... Das war nicht mehr wahr. Wir wollten Kebab mit meinem Mann. So, mein Mann ist draußen gegangen und hat uns Kebab abgeholt. Mein war mit Knoblauchsoße und es war Feta auch drin und es war richtig lecker.
Und dann, ich denke später in den Tag, ich muss auf meinen App gucken, ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte mir eine heiße Schokolade gemacht mit Sprühsahne, weil ich könnte es immer noch, weil Sprühsahne hat, die Sprühsahne, das ich habe gekauft, ist von Edeka, gut und günstig, und ich denke, es hat ein bisschen weniger 7 Gramm Kohlenhydrat pro 100 Gramm, aber wenn ich benutze Sprühsahne, ich benutze nur 20 Gramm oder so, so es geht in Maße. Das ist nicht die beste Zutat und für Keto sicher nicht, aber es geht. So lala. Und ich hatte auch ein paar Nüsse, also Rauchmandel gegessen, geräucherte Mandel. Oder Mandel mit geräucherter Geschmack. Sowas. Und gestern, ich habe ein Stück Typ Salami gegessen für mein Lunch. Ich hatte keine richtige Zeit und ich habe es sehr, sehr schnell kurz gemacht. Es war nicht, dass ich hatte keine richtige Zeit. Es war nur, ich hatte Hunger, aber ich war auch sehr, sehr, sehr müde. Und mein Junge war endlich im Schläfchen, weil dann morgen war schwer mit ihm. Er war wirklich nicht in der richtigen Laune. Nein, er war wirklich nur eine schlechte Laune. Und dann, ich habe dieses Stück Salami gegessen und dann ich bin ins Bett gegangen. Ich habe circa 2 Stunden geschlafen. Er hat auch zweieinhalb Stunden geschlafen. Ich habe circa 2 Stunden geschlafen, aber nicht so gut, weil meine Füße waren kalt. Ja, das hat mir, ich war dann, war hier und so und immer gefühlt, meine Füße waren kalt und so. Das ist kein gutes Gefühl, ne? Und, aber schon okay. Und dann am Abend, vor dass ich bin in den Sport gegangen, weil gestern ich bin in den Sport, den Tag vorher habe ich Krafttraining und gestern ich habe Crosstrainer gemacht für eine Stunde. Vorher hatte ich vorbereitet Hähnchenfleisch in meine Airfryer, das heißt, ich hatte es gelegen lassen auf Stückchen von Lemon. So Zitrone und oben hatte ich Oliven, aber dann ich hatte keine Zeit vor Sport, um es zu essen, so ich habe es dann gegessen am Abend und ich hatte das gemacht mit Cognac-Nudeln. Cognac-Nudeln haben keine Kohlenhydrate, nur 8 Kalorien pro 100 Gramm, die bringen nicht viel. Es ist nur, dass ich kann die benutzen, das Nudeln, und ich hatte dazu Pesto Rosso, eine Pesto Rosso, das mein Mann hatte selbst gefunden bei Edeka, und das hat nicht so viel, es hat 6,8 Gramm Kohlenhydrat pro 100 Gramm oder so, und ich habe ein bisschen weniger als 50 Gramm gehabt, so das macht nicht viel in meine Kohlenhydrate, das ist perfekt, weil mein Ziel pro Tag ist, jetzt auf meine App, es ist geschrieben, also die Carb Manager App, das ich benutze, ich habe es gesetzt für 24, in meinen Kopf geht bis 30, aber dieses App habe ich es für 24 gesetzt. Und ja, so das habe ich gegessen mit Oliven, das war gut, und der Rosso, Pesto Rosso, das war gut, ich gucke immer noch mein Handy. Heute Morgen habe ich nicht gegessen, aber dann ich bin in einen Kaffee gegangen, und das ist so toll in diesem Kaffee, weil die haben Mandelmilch ohne Zucker da. So ich habe ein Latte Macchiato mit Mandelmilch ohne Zucker, also ungesüßt. Getrunken. Das war ganz toll. Und mein Junge hat gespielt. Das ist ein älter Kind-Café und könnte spielen. Vorher, ich bin in den Sport gegangen, aber wegen der Nacht, die ich habe bekommen, ich habe mich entschieden, kein Krafttraining zu tun. Statt dass ich war auf ein Fahrrad und ich habe einfach für eine Stunde so gemacht. Ich brauchte es und ich musste auch draußen sein, weil mein Mann arbeitet heute von zu Hause. Am Ende. Es war nicht so geplant. Aber am Ende ist es im Haus. So, ich wollte sicher sein, dass ich werde ihm nicht stören. So, deswegen, ich bin wirklich lange Zeit draußen gegangen mit meinem Jungen. Es ist jetzt 15 Uhr und wir sind zurück nach Hause seit ein paar Minuten. Und dann, ich hatte wirklich viel zu viel Hunger und mein Bus kommt nur in 10 Minuten. Es war ein Kebab, also dünner Kebab, nicht dran. So, ich habe einmal Dönerbox genommen, diesmal mit Hähnchenfleisch. Es war sehr, sehr fett. Es war ein bisschen zu viel Soße drin. So, ich denke, ich bin da ca. 10 Gramm Kohlenhydrat. Was ist das Problem? Wenn ich esse, was ist, ich habe nicht selbst gekocht, es ist schwer zu schätzen, wie viel Kohlenhydrat ich habe. Aber wegen der Soße, ich würde sagen, so 10 bis 12 Gramm Kohlenhydrat total habe ich gehabt. Und es war viel Gemüse drin, das war gut, aber viel Soße. Aber es war lecker. So, ja, ich bin jetzt total kaputt und ich möchte gerne ein Schläfchen machen. So, ich gehe jetzt. Ich werde mich einfach liegen. So, bis später. Tschüssi.
Guten Abend, wir haben heute Samstag, den 2. April. Es war ein toller Tag. Ich habe fast den ganzen Montage von diesem Video schon gemacht. Ich muss nur dieses Video dann dazu machen. Heute Nacht bin ich allein ins Haus, oder allein mit meinem Jungen. Mein Mann ist draußen gegangen, weil er wollte einfach Freunde treffen. Und um ehrlich zu sagen, ich verstehe mit dem Tag, das er hat gestern gehabt. Ja, ich möchte gerne ein bisschen mehr erklären, was ist passiert gestern und so. Er sollte einen Flug gegen 6.50 Uhr oder so im Flughafen nehmen. Er ist los von hier gegen 4 Uhr was. Und er war in den Fex. Fexe sind speziell Zug, das geht im Flughafen und das war wahrscheinlich ein Baum. Und den Fex konnte nicht mehr reisen, nicht mehr fahren. Und ja, er war nicht in einer Station, so das war, alle Leute da haben ihren Flug verpasst, weil es waren mehrere Leute da, die sollten mit verschiedenen Typ Flug reisen und die haben alle den Flug verpasst, wegen diesem Zug. Und mein Mann hat mir gesagt, dass er könnte sehen, S-Bahn auf andere Seite, die gehen einfach fahren. Das war nur sein Zug und das ist so schlecht. Und dann hat er probiert, im Flughafen einen anderen Flug zu buchen. Er hat es gebucht, er hat es bezahlt. Und er hat probiert, ein Check-in zu tun auf sein Handy. Und dann ein Security-Check. Die haben gesagt, okay, dann er sollte ein Check-in machen bei wo es gibt Leute, so er ist da gegangen und dann er hat gewartet, weil es war eine Schlange, er hat ein bisschen gewartet und dann die haben gesagt, er ist endlich da gegangen und die haben gesagt, nee, Boarding ist jetzt in 10 Minuten, so es ist nicht mehr möglich, den Check-in zu tun. Oh. So er hat 2 Flüge verpasst, 2. Und er hat das wirklich probiert, glücklicherweise seine Termin, also seine Treffung, das war für eine große Treffung, war auch möglich virtual, so online. So deswegen dann er ist zurück nach Hause gekommen, aber das ist richtig, das war viel Stress. Er hat nicht so lange geschlafen, weil er ist ins Bett gegangen gegen Mitternacht oder so und war gegen 3.30 Uhr oder so. Ich habe auch diese Nacht, also letzte Nacht, nicht dieses Nacht, aber die Nacht vorher, nicht so gut geschlafen, weil mein Junge zwischen Mitternacht und 1 wollte nicht, dass ich gehe von seinem Schlafzimmer. Und ich dachte, ich war da mit ihm und ich dachte, oh nein, oh nein, oh nein. Und mein Mann sollte bald aufwachen und ich möchte gerne, dass mein Mann schlaft. So dann ich habe gedacht, okay, dann ich bleibe da in dem Zimmer meines Jungen und ich schlafe da. Zumindest bis mein Mann war auf. Mehrmals hat mein Junge mir wach gemacht, weil er hat geweint. So, das war schwer. Dann um 3 Uhr was habe ich meinen Mann gehört. Und ich habe bemerkt, mein Junge schläft wirklich, weil ich hatte auch geschlafen inzwischen. Es hat mir ein bisschen aufgewacht und dann habe ich bemerkt, okay, mein Junge schläft, so ich gehe jetzt im Schlafzimmer. Ich bin ins Schlafzimmer gegangen. Und mein Junge hat kurz geweint gegen 6.30 Uhr morgens. Und dann habe ich bemerkt und ich habe dann auf mein Handy geguckt, weil ich wollte wissen, wie viel Uhr es war. Und dann habe ich die Nachricht meinem Mann bemerkt, wo er sagte, oh mein Gott, ich bin im Zug, mein Flug geht in 15 Minuten, dieser Zug ist immer noch stuck, ist immer noch da, inzwischen nichts, nicht auf einem Bahnhof, nirgendwo, wegen dieses Baum und er könnte nicht mehr, es war wirklich schwer, so dann ich war total wahr und ich dachte mir, oh mein Gott, falls er kommt zurück hier, weil wir haben einen Ort für ihn, einen speziellen Ort für ihn, wo er kann arbeiten, das war normalerweise für mich gedacht. Und ich war, oh mein Gott, falls er kommt zurück, ich dachte mir, okay, ich werde diese Wochenende putzen, weil ich wusste, dass mein Mann wird das bald brauchen. Und normalerweise nächste Woche. Und ich dachte mir, okay, ich habe die ganze Woche noch mal zu putzen, wirklich ganz gut. Und gestern Morgen habe alles geputzt, das war, er könnte es benutzen, wirklich derzeitig und so. Und es hat geklappt am Ende, aber zwei Flüge verpasst, ich kann es kaum glauben. Er fühlte sich auch wirklich nicht gut, um ehrlich zu sagen, das ist normal. So viel Stress, also nicht so viel Schlaf für so viel Stress, um am Ende es nicht zu schaffen, da zu sein. Ja.
Ansonsten, ich habe einen tollen Tag gehabt. Also ich habe einen guten Tag davon gemacht und das war ganz gut, glücklicherweise. Gestern Abend, wir haben Backcamembert gegessen und ich sage wir, aber am Ende, ich war die Einzige, die hat das gegessen. Ich habe die Hälfte davon gegessen, weil dann es war auch zu viel. Der Geschmack war so stark. Mein Mann hat ein bisschen davon gegessen, aber dann der Geschmack war so stark, er könnte es nicht. Ich habe es mit Brokkoli gegessen statt Brot und auch ein Stück Eiweißbrot. Aber ich habe nur die Hälfte von Eiweißbrot gegessen. Dann später am Abend habe ich die andere Hälfte genommen und ich habe in der Tag, ich war kurz bei Rossmann und ich habe Proteincreme gekauft. So, ich habe Proteincreme, ich habe dieses Stück Eiweißbrot mit Proteincreme gegessen und das war richtig lecker. Und dann heute, ich bin ins Sport gegangen, aber ich habe keinen Sport gemacht, ich habe nur Sauna gemacht, weil ich war ein bisschen zu spät da. Ich hatte das Geburt für 9 Uhr und ich war da gegen 10. Wenn ich sage Geburt, ich meine für meinen Jungen. Er ist mit mir gekommen. Und wir sind nur um 10 Uhr da gegangen und ich hatte nur bis 10.45 Uhr für ihn. So, deswegen dann, ich habe mich entschieden, okay, dann ist es genau das Zeit, das ich brauche, um eine Sauna zu tun, ein bisschen liegen nach der Sauna und dann alle meine Klamotten zurück zu haben, weil Sauna sind nackt. Und, aber das war toll. Und dann wir sind in Bikini gegangen. Bikini ist in ein Shopping Center in Berlin, wo wir können sehen die Hafe da, weil es ist wirklich näher dran von einem Zoo und du kannst dann sehen den Hafen und das ist toll. Und ich habe da getroffen mit meiner französischen Freundin und ihren 2 Kinder. Total toll. Da ich habe gegessen eine Poke Bowl, das ich hatte gemacht mit Zudel, also Zucchini-Nudel. Das ist keine richtige Nudel, das ist nur gemacht von Zucchini und es war Salat auch und es war Lachs und Avocado und Gurke. Und dann oben ein bisschen Koriander und was war noch? Ein anderer Chip. Ja, so kein Problem. Und ich hatte gefragt, ich wollte die Soße getrennt und ich habe es gut gemacht, weil es war ein bisschen süß. Leider, diese Bowl hatte keinen richtigen Geschmack, selbst so. Ich habe ein bisschen die Soße benutzt, aber nicht so viel. So, ich könnte wirklich kontrollieren, wie viel von die Soße. Es war eine Mayo-Wasabi-Soße. Sollte man also keinen Zucker haben, aber wahrscheinlich, es hatte Zucker. Und dann den Nachmittag habe ich 2 Salami-Sticks gegessen irgendwann. Und dann heute Abend, ich war mit meinen Jungs, so für ihn, es war Pesto. Nudel mit Pesto. Und für mich, es war die andere Hälfte von die. Der Käse von gestern, die Rougette, war ganz lecker, aber diesmal habe ich mit Salat gegessen statt Brokkoli und immer noch eine Hälfte von Stück Brot. Und die andere Hälfte habe ich jetzt gerade gegessen, also Brot, Eiweißbrot, ne? Die andere Hälfte habe ich jetzt gerade gegessen mit Proteincreme. Das ist richtig lecker. Und ich habe schon alles getrackt und ich weiß es heute, weil ich habe auch endlich nochmal gekauft meine Mandelmehl. So, heute Abend, ein bisschen später, werde ich ein KTSK essen. Endlich. Weil ich möchte jetzt gern. Ich habe schon alles getragt und ich weiß, dass ich kann mich es erlauben. Ich weiß, gestern, ich habe gesprochen, Michel, um zu erklären, dass, also, ich habe ein App, wo ich tracke alle, was ich esse. So, ich kann wissen, wie viel Gramm Kohlenhydrat in der Tag ich habe bekommen. Das ist sehr wichtig, weil für Keto, falls ich gehe über eine Nummer, dann normalerweise, also nicht immer, aber es kann normalerweise bedeuten, dass ich bin nicht mehr, mein Körper ist nicht mehr in Ketosis. Und ich weiß in meinem Kopf, ich sage immer Maximum 30 Gramm, aber in meinem App, ich habe es so gemacht, dass ich sage 24 Gramm Maximum Kohlenhydrat pro Tag. Und um ehrlich zu sagen, ich bin immer unter dieser Nummer. Ich bin unter dieser Nummer, ich probiere nicht weiter von dieser Nummer zu gehen, auch wenn in meinem Kopf ist geschrieben 30 Gramm Maximum. Aber ja, weil ich sehe diese Nummer und dann mein App sagt mir, okay, du hast so viele Tage gemacht, ohne dass du jetzt über diese Nummer, das ist perfekt, dass ich möchte wirklich, dass es bleibt so. Ah ja, ich wollte auch sagen, heute, ich habe mein Gewicht geguckt heute Morgen, so ich bin bei 73,3 Kilo, so immer noch verloren, das ist gut, ich gehe weiter runter und das ist wirklich toll. In 10 Kilo bin ich, wo ich war vor meiner Schwangerschaft und in circa 20 Kilo bin ich, wo ich möchte gehen, wo ich möchte sein. Ja, weil ich möchte, normalerweise mein großes Ziel ist 52 Kilo, mal sehen, ob ich möchte es wirklich, weil
ich werde sehen, auch wie mein Körper aussieht. Das ist mir wichtig. Und welche Größe mein Körper ist mit Kleidung und Klamotten. Und das ist, was mir wichtig ist. Aber ja, ich habe mir gesagt, das weiß ich endlich, bin bei 72, ich kann endlich zum Friseur zurückgehen, weil jetzt, es fängt ein bisschen zu lang hier zu sein hinunter und ich muss nochmal ein bisschen besser machen und so. Und es ist jetzt zu épais. Ich weiß nicht, wie ich kann das sagen auf Deutsch, aber ja, muss nur einfach was machen. Ja, ich habe erklärt alles, was ich wollte erklären, weil ich habe den Montage gemacht. Ich war okay, nee, das habe ich nicht genug erklärt. Ich möchte gerne ein bisschen besser erklären und das habe ich jetzt gemacht. So, das bedeutet, dass ich bin jetzt fertig. So, zuerst, falls ihr habt diese Vlog gemacht, falls ihr mögt zu sehen, wie weiter ich gehe mit meine Gewicht zu verlieren, mit meiner Abnehmung. Existiert dieses Wort? Ja, wie ich abnehme und so, falls ihr habt es gemacht und so, ja, über ein Like, ein Share, ein Comment, würde ich mich gern freuen, ein Abo, warum nicht? Das würde mich wirklich viel helfen, aber schon, dass ihr habt diese Video geguckt. Toll, wirklich, ich meine es ist schon toll, vielen lieben Dank. Ich meine es ernst, es ist für mich wirklich toll und ja, ich hoffe, ihr habt alle eine super tolle Woche gehabt. Ich denke, meine war toll, auch wenn ich habe weniger Sport gemacht diese Woche. Meine war schon okay. Nächste Woche werde ich mehr Sport machen. Vielleicht schon morgen, ich bin mir noch nicht sicher. Ansonsten, ich habe es vor für Montag schon. So, ich sage jetzt Tschüssi. Und ich mache es ein bisschen mal für YouTube, so ich kann meine Dinge hier und so haben. Tschüssi.